Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 zusammen mit Bauer Dato. Hallo! Der gerade durch mich durchgefahren ist und der verlorene Sohn ist wieder zurück. Hi Zombie! Hallo! Versteck mich. Hilfe. Hilfe. Ich hab gehört, dass du mich feuern wolltest. Ich wollte dich nicht. Du bist gegangen. Du hast mich gefeuert. Nein, du bist einfach... Aber es hat wehgetan. Oh, es tut mir leid, Zombie. Du bist doch unersetzlich. Ah, okay. Alles vergeben und vergessen. Ja, sehr gut. Meine Damen und Herren, nachdem uns Angela Merkel ja in der letzten Folge einen kleinen Kredit gegeben hat, haben wir jetzt alles verkauft, ausgegeben und sonst was. Also aber auch zurückgezahlt. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt, dadurch, dass wir das eine Feld wieder verkauft haben, insgesamt 368.000. Zombie, wir hatten in der letzten Folge am Ende einen richtig geilen Bug. Wir haben so einen Typen volle Kanne abgezogen. Ja, die Sonnenblumenfrau. Ja, die Sonnenblumenfrau, ja. Also, dann würde ich sagen, das, was wir früher schon einmal gekauft haben, werden wir jetzt praktisch als Stützpunkt wählen. Das wird wirklich das sein, was wir, ja, wo wir unser Empire errichten werden. So, kaufen. Weil das hat ein kleines Feld, das bekommen wir auch wirklich gut gepflügt. Und wir haben da unten halt ein bisschen Platz, um Ställe hinzubauen. Und falls wir tatsächlich nochmal sagen, wir wollen in die Forstwirtschaft, können wir da oben auch nochmal ein paar Bäume, wenn wir ein bisschen extra Cashmash brauchen. So, dann würde ich mal sagen, dass wir jetzt einmal umräumen. Jeder schnappt sich, ich hole den Mähdrescher. Zack. Ich hole meine Ballen. Ja, nimm die Ballen. Weil ich denke auch, wir werden zukünftig auch hier den Stall verkaufen. Aus dem einfachen Grund, dass das Grundstück sehr suboptimal ist. Dadurch, dass es halt sehr schräg ist. Meinst du wohl eher, weil du unsere Schafe verhungern lassen hast? Die habe ich, ach, das tut mir leid, Leute, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen den Server angelassen. Und dementsprechend, ja, haben die letzten Tage sich die Schafe nicht so gut erholt. Also das tut mir ein bisschen leid. Haben nicht mal Wolle hinterlassen, doofe Schafe. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich mein Fehler ist. Es ist nämlich noch Wasser drin und alles. Also. Eben, das macht keinen Sinn. Also die können nicht verhungert sein oder so. Vielleicht können die nicht essen, während Spieler nicht drauf sind oder so. Das könnte sein. Ich muss hier mal irgendwie durch. Ups. Oh nein, jetzt kommt da auch ein Auto. Fahren Sie doch vorbei. Ja, ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, wo wir hinfahren wollen. Feld 20. Okay, danke. Oh, und da kommt noch ein Auto. Was ist denn hier los? So, hier kann ich aber rüber. Hier müsste ich durchkommen. Jawohl, sehr gut. Ich guck gleich mal, was da drauf... Ah, das waren doch die Zuckerrüben, ne? Da müssen wir gucken, mit welcher Maschine man die Zuckerrüben wegmachen kann. Ich glaube, mit demselben Ding, mit dem wir auch die Sonnenblumen geernten haben. Obwohl, nee, das wäre unlogisch. Ja, schauen wir mal. So. Hallo. Hallo, hi Zombauer. So, ich habe noch nicht auf die Karte geguckt, deswegen folge ich dir einfach mal. Ah, okay. Aua. Ist hier Feld 20? Ja, hier ist Feld 20. Ach, da wo wir am Anfang waren. Ja, genau. Ah. Weil hier haben wir Gras, dadurch können wir dann unsere Schafe etc. füttern. Und hier, Zuckerrüben sind noch im Wachstum. Die sind aber rein theoretisch, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Maspidi Gonzales, Zeitskalierung 120. Dann die Zuckerrüben müssen noch dann gleich fertig sein. Aber man kann sich das ja auch angucken. Womit man die Zuckerrüben ernten kann. Rübentechnik! Hier! Oh, was? Wir müssen rein theoretisch das Ding einmal leihen? Oder kann man auch, obwohl was auf dem Feld ist, das einfach nochmal grubbern? Sollte doch möglich sein, oder? Wo verschwindet das Tageslicht hin, meine Augen? Es geht in die Nacht hinein. Ich werde blind. Ich habe eine Taschenlampe. Ich spiele wieder eine Runde Slenderman. Ne, ich weiß halt nicht, ob Zucker... Warte, was bringt Zuckerrüben? Oh Gott! Ich schreibe der Angie auch mal einen Brief. Ich will nämlich einen großen Traktor haben. Ich will Knubbel wieder. Ja, Knubbel können wir uns holen. Aber ey, ja. Nee, ey, wir müssen das Ding platt machen. Zuckerrüben bringen gar nichts. Dann grubber da mal drüber. Okay. Haben wir denn alle Sachen? Sind alle Sachen schon hier? Ich glaube, wir müssen noch so 10-mal fahren. Ich komme auch rüber. Weil ich brauche, glaube ich, diesen einen Aufsatz. Oder warte, hier steht ja in der Ecke einer. Wisst ihr noch, womit wir das letzte Mal gegrubbert haben? Mit dem Grubber? Ja, mit dem Grubber. Ja, nee, mit diesem Seeding. Mit Paluten weißt du etwa nicht, was ein Grubber ist? Wir hatten noch eins, dieses Wurm. Ja, der ist hier. Willst du ihn holen? Ja, ich komm vorbei. Ich mache hier mal ein bisschen richtiges Licht. Hallo. Da ist er. Ah, da ist er, okay. Könntest du mir folgen? Ich kann ja sonst auch noch... Echt, da ist noch was. Ah, okay. Ich schnapp mir noch einen. Ja, der ist der große Rechen für die Beine. Tommy! Ja? Warum hast du den... Achso, war der... Der stand falsch. Ach so, sah so aus, als hättest du den. Kann ich den nicht vorne bei mir dran machen? Ja, dann nimm du ihn ruhig. Ah, nee, warte, ich glaube, ich habe schon einen Aufsatz.
Nee, ich glaube, der ist hinten. Wir machen ihn hinten bei dir dran. Ja, okay. Wo ist denn vorne und hinten bei dir? Hilfe. Ah. Nee. Ah, andere Seite. Oh. Ja, wartet, kein Problem. Ich schnapp mir den. Hä? Ich kann ihn nicht ranmachen bei mir. Nee, ich glaube, der war andersrum richtig. Ich muss aber der lag erst, den habe ich dann aus Versehen gerammt, dann ist er stand da. Ja, der muss stehen. Oh. Ja, du kannst ihn auch zurücksetzen, dann kommt er bei dem Verkaufsstand einfach hin. Ja, genau, mache ich. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber... Nee, ich glaube das nicht. Okay. Das hat keinen Spritkosten. Da, das zurücksetzen. Okay, perfekt. Ja, kann ich den da holen. Oh, apropos Ballen. Ich glaube, ich hole die alle wieder. Oh, sehr gut, Maudato. Du bist kein Fan davon. Dominanz. Ja, hier ist das Ding jetzt. Also im Battle der Traktoren, der John Deere Traktor hat schon mal schlechter abgeschnitten. Maudato konnte mit dem anderen Traktor nämlich einfach wieder aufstehen. Ja, John Deere, wenn der einmal umfällt. Nur weil ich einen hier liegt auch irgendwas, eine Pickgabel. Die John Deere sind bestimmt die besten. Ja, okay. Die sind beide klasse. Nee, die John Deere sind besser. Oh, okay. Nur weil du da mit deinem Fendt-Müll rumfahren willst. Hey, Fendt ist klasse. Nimm das. Oh Gott. Zack. Ja, guck mal, nichts passiert. John Deere ist einfach unzerstörbar. So, jetzt gehen wir dann hier drauf. Dann klagge ich den einmal hier ab. Zack. Haben wir denn in dem einen schon Saatgut drin? Ich weiß nicht. Hast du eine Anzeige unten, wenn du angekommen bist? Neben doch. Kammer? Doch, hier ist gut drin. Ist einiges drin. Ja, dann werde ich jetzt hier ran Helfer einstellen. Ich hoffe, du kannst über die Rüben drüber grubbern. Ja, der kann das. Der grubbert da jetzt schön drüber. Ich muss auch den Helfer ein... Hä, warum ist denn der auf einmal... Krass! Der hat schon 2 Euro gekostet. Ja, aber zieht euch mal rein, wie viel schneller das hier geht. Also, weil es halt ebenerdig ist. Und man nicht den halben Berg hochfahren muss. Der ist was ist das für ein Helfer? Guck mal, der hat eine Reihe ausgelassen. Ja, weil Chef so ein bisschen... Mach die fertig! Nein! Och, Mann! Wir versuchen doch jetzt den Bauernhof hier international konkurrenzfähig zu machen. Okay. Guck mal, Paluten, ich hab den Wassertank geholt und wieder komplett aufgefüllt. Pui. Oh, danke schön. Aber stell dir vor, wie... Kannst du immer was trinken, wenn du durstig bist? Oh, ja, ich habe immer viel Durst. Haben wir jetzt alles abgeholt da von dem Feld? So ziemlich. Okay, so. Garage. Dann verkaufen wir einmal die große Schafweide. Ja. Sehr gut. Oh, 90.000. Ja, 90.000. Und dann kriegen wir gleich auch nochmal ordentlich Schotter von dem anderen Kram. Oh, sehr gut. Zombie ist schon am Mähen. Macht die denn hier auch was? Wo fährt die denn längs? Was macht die? Ach so, die Starlings, damit sie das hier jetzt auch fertig macht. Hä? Wieso ist denn jetzt hier... Ach so, Weizen. Krass, hä? So schnell ging das? Ja, die Zeit läuft doch mit 120-facher Geschwindigkeit. Ach, stimmt. Oh Gott, die müssen wir unbedingt stoppen. So, denn die soll das ja erstmal... Ey, wir machen wieder auf Echtzeit. Ach, krass, wie schnell das mit Weizen geht. Junge, das geht gut voran. Und dann gucken wir doch direkt mal. Ich glaube, Feld 21 ist ein gutes Feld. Wie viele Ballen haben wir da vorne noch? 2 Ladungen. 2 Ladungen, okay. Ach, verkauftes Feld. Also ich kann die 100 brauch so aufsammeln. Helfer C hat die Arbeit. Nein, hast du nicht. Erfolgreich beendet. Nein, Helfer C. Ja, weil wahrscheinlich das dann wieder gewachsen ist oder so und der jetzt komplett verwirrt ist. Nein, du hast nicht die Arbeit. Nein. Ich bin fertig. So, jetzt. Jetzt hat er es nochmal, glaube ich, gecheckt. Helfer E wird durch ein Objekt blockiert. Und es gibt gar keine Objekte. So, perfekt. Jetzt geht er da schön durch. So, wir haben erfolgreich alles abgeladen. Dann können wir jetzt ja hier unser Grundstück verkaufen. 181.000. Oh! Sind jetzt im Besitz von 457.000, meine Damen und Herren. Das ist einfach... Achso, ich hatte gerade geguckt, ob du probierst, hier das Feld. Ich arbeite hier nur fleißig. Ja, um Gottes Willen, ich finde das wirklich gut. Ich werde jetzt auch mal gucken. Ja, brauchen wir überhaupt Gras? Momentan nicht, aber wir wollen ja wieder Tiere haben. Aber Hühner brauchen, glaube ich, Körner, oder? Was ist? Ich glaube, die essen Körner. Die essen unser Gras. Also Samen. Die sollen Gras essen, wenn wir hier schon welches haben. Hühnerstall, ein Ort? Nee, da steht auch Weizen. Nee, Weizen ist ja blöd. Ja, Weizen sind ja Körner. Ja, macht Sinn. Ja, Mist. Ja, dann müssen wir eigentlich wieder Schafe. Ja, für Mist brauchen wir Kühe. Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal der Landwirtschaft... Naja, wenn wir Hafer anpflanzen würden, könnten wir auch wieder Pferde holen. Ja, aber dann müssen wir so viel reiten.
Stimmt. Ja, dann mit denen muss man, also am Anfang dachte ich, Pferde wären so geil, weil man hat die dann, oder weil da haben die Leute gesagt, bis zu 50.000 kannst du mit denen verdienen. Aber nix war da mit 50.000. Die haben immer nur rumgeheult, die Pferde. Oh, das ist auch krass. Du kaufst eine Schafweide für 180.000 und kannst sie für 90 nur wieder verkaufen. Also, das dürfen wir dürfen nie wieder hier das Grundstück verlassen. Aber eine Sache möchte ich trotzdem. Nicht Farmhaus, auch kein Wassertank, sondern eine Hundehütte. Ja! Die kommt hier an die Straße. Nein. Ja, hier passt. Tada! Irgendwo müsste jetzt... Nein! Helfer E! Boah, Junge, was ist denn los mit dem? Da vorne, hier müsste irgendwo die Hundehütte sein. Guck mal, wie erfolgreich die sind. Ich drück einfach hier H. Und alle sind instant fertig irgendwie, die ich anstelle. Aber der hier kann echt nix. Also sorry, ich weiß nicht, was das Problem bei dem ist. Ach, weil der hier wahrscheinlich, weil das auch wieder so nervig am Berg ist. So, Helfer, jetzt mach mal deine blöde Arbeit. Tja, hey, hat jemand unseren Hund gesehen? Ja, der liegt auf der Wiese. Habe ich schon dreimal überfahren. Aber ach, ihm geht's gut. Hi. Na? Ja, aber kein Problem. Ich würde sagen, ich glaube, ein großer Hühnerstall, der würde uns nach vorne bringen. Ja, auf jeden Fall. Oder vielleicht fangen wir erstmal mit einem kleinen Hühnerstall an. An der Egge. Oh, jawohl! So, ich werde hier einfach direkt maximal Anzahl an Hühnern reinballern. Die sind auch in der Anschaffung sehr, sehr günstig. Hallo, wie viele Hühner kann ich denn kaufen? Warte mal. Bestätigen. Oh, ja, die leben da gut. Guck mal, wie Knubbel leckt, wenn er rennt. Knubbel hat echt ein generell Problem. Wo ist der Knubbel? Ja, Knubbel hat echt ein paar Probleme im Leben. Aber wir können ja noch mehr Hühner holen. Oh Gott, jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wie das funktioniert hier. Oh. Die Kapazität der Weide ist erschöpft. So, die brauchen Wasser. Ja, die picken gerade einfach nur Dreck auf, weil da keine Körner sind. Oh Gott. Haben wir denn noch Weizen in unserem Drescher? Wir haben, glaube ich, in der Saatmaschine noch Weizen. Ja, aber das bringt ja nicht viel. Ich hole erstmal das Wasser. Kannst du die mit dem Drescher ziehen? Gute Frage. Glaub nicht. Obwohl, warte mal. Der Stutzen könnte lang genug sein. Ich probiere mal aus. Ja! Es funktioniert! Perfekt, Alter! Unser Drescher ist beste Leben! So, hallo Hühner, habt keine Angst! Jungs? Ja? Hast du dich festgefahren? Es könnte sein, dass ich mich am Hühnerstall festgefahren habe. Traktorman kommt! Ah! Was? Ich glaube, hier liegt noch Saatgut, was wir benutzen könnten. Ich glaub, das sehr gut! Alter, bist du schwer. Ich hab schon wieder Chili bei dir, ich merk schon. Ja, und andere Dinge. Nein, du sollst mich da... Zum, jetzt hänge ich noch mit dem zweiten Reifen. Du bist ein sehr Reifen großes drin. Huhn, Palut. Du musst da rein. Nein! Zum, wenn ich da reinfall, komme ich noch nie wieder raus. Hättest du vorher dran denken sollen. Ach nein. Und zack. So. Zum, ich glaube, du musst ein Fahrzeug zurücksetzen. Dann bin ich mir nicht so sicher, ob ich das tatsächlich muss. Kannst du auch den Hühnerstall verkaufen. Oh, jetzt liege ich hier, ey. Ach, Mann. Ah, cool, das ist ein Wassertank. Ich gebe den Hühnern mal ein bisschen Wasser, wenn das keiner macht. Ich komme jetzt raus. Brauchen die Hühner überhaupt Wasser? Ja, klar. Hühner sind doch auch Tiere. Jedes Lebewesen braucht Wasser. Ja, aber wohin? Da muss das Korn rein. Stimmt. Ein Huhn braucht doch Wasser. Warte mal, wir können ja bei den Hühnern gucken. Ja, die haben doch da so eine kleine Schüssel. Stimmt, die brauchen nur Weizen oder Gerste. Krass, und Sauberkeit. Ja, und Sauberkeit. Ja, zurücksetzen. Ja. Es ist weg. Ja, welch ein Wunder. Ja. Das muss Zauberei gewesen sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde das Feld neben uns kaufen, Jungs. Ich glaube, das macht Sinn. Was ist denn da jetzt gerade drauf? Kartoffeln? Nee, Hafer. Oder Feld 9? Nee, aber 9 oder 18. Kauf alle. Nee, so viel Geld haben wir nicht. Feld egal. 18 ist Baum. Das nein. Haben wir schnell wieder drin, das Geld. Weißt du, wie viel Gewinn wir schon in dem Projekt gemacht haben? Wir haben, ey, Maudat und ich haben gut Geld gemacht. Ja, wir haben gestern 60.000 bekommen. Ja. Wo sind die Beweise? Ja, wir haben den Typen abgezogen. Warte, ich habe jetzt das andere Feld. Wer ist denn da mit dem einen Ding dran gefahren? Achso, ich. Mal probieren, ob der da dran geht. Das hätte ich lustig gefunden. So, das nächste Feld ist unser. Da werde ich hier mal gucken, ob ich das mit dem Drescher machen kann. Jawohl!
Jungs! Nice! Ich hole gerade ordentlich Hafer! Aber unsere Hühner brauchen Gerste. Weizen haben wir auf dem anderen Feld. Das ist jetzt ja eher, ich mache das Feld hier fertig für Cash Mash. Okay. Ich würde gerne hier oben so drauf sitzen und hätte so eine Peitsche, um dich dann so anzupeitschen, dass du schneller fährst. Hey. Das wäre cool. Das wäre voll gemein. Höher, Paluten! Schneller! Ja, ja, ernte das Feld! Ich mach ja! Guck dir an, wie toll ich das mache. Jo! Ja, ich bin schon ziemlich klasse. Und hinten sprühst du wieder alles raus. Ja. Genau wie beim Chili. Okay, meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, wir haben unseren wunderbaren Bauernhof sehr, sehr gut umstrukturiert. Die Schafe sind erstmal obsolet. Wir werden auf jeden Fall gucken, ob wir die vielleicht nochmal zurückholen. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Schaut unbedingt bei Zombie und Madano vorbei. Denn einerseits haben wir bei Zombie ganz, ganz viel Red Dead Redemption. Hilfe, ha? Hä? Keine Ahnung. Okay, bei Zombie ganz viel Red Dead Redemption gespielt im Online-Modus. Der ist ziemlich, ziemlich nice. Und bei Mordado werden wir jetzt direkt auch was aufnehmen. Dementsprechend könnt ihr euch da... Was nehmen wir heute auf, Mordado? Was Ultralustiges. Oh, was Ultralustiges. Also Leute, lasst eine Bewertung da. Morgen um 14 Uhr gibt es eine neue Folge. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.